Hallo zusammen, hier ist wieder Thuli von Smart Reiten 1 sein mit deinem Pferd und dein Dressurcoach. In der heutigen Folge soll es darum gehen, wie du dein Pferd verwirrst. Wie bitte? Dein Pferd verwirren? Ja, das meine ich ganz ernst, allerdings in Maßen. Denn dein Pferd soll ja nicht frustriert sein und zur Resignation verwirrt werden, sondern es geht darum, dass dein Pferd lernt, deine feinsten Signale wirklich präzise zu unterscheiden. Ach so. Es geht nicht darum, dein Pferd bis zur Frustration, zur Resignation zu verwirren, sondern das Maß zu halten, damit es lernt, deine feinsten Hilfen wirklich präzise zu unterscheiden. Dafür habe ich dir heute Q mitgebracht und wir zeigen dir, wie das aussehen kann, wenn du verschiedenste Signale nutzt, die sich sehr ähnlich sind, wenn dein Pferd schon gelernt hat, sie zu unterscheiden. Ein Beispiel ist die Vorhand zu wenden. Kehrt, kehrt. Oder die Hinterhand zu wenden. Anzuhalten und jetzt ihm zu sagen, könntest du dich, Dankeschön, bitte korrekt hinstellen. Wir hatten jetzt drei verschiedene Varianten an Zeichen, die sich sehr ähnlich sehen. Das eine ist, die Vorhand zu mir zu locken. Das andere war, die Hinterhand zu mir zu locken. Und das dritte, auch wieder sehr ähnlich, die Hinterhand zum Heranstellen zu animieren. Deswegen habe ich gesagt, verwirr dein Pferd. Denn am Anfang wirst du es verwirren, wenn du beginnst, diese verschiedenen Signale zu schulen. Entscheidend dabei sind zwei Punkte. Der erste wesentliche Punkt ist, dass du genau weißt, was für ein Signal du gibst. Das heißt, wenn ich diese drei Signale jetzt unterscheide, ja, einmal ganz ordentlich, dann kann ich zum einen verbal etwas hinzufügen, zum anderen muss ich für mich selber ganz genau wissen, was für eine Antwort möchte ich im Endergebnis von meinem Pferd haben. Das Endergebnis dieser Hilfe wäre jetzt zum Beispiel, oh, nicht zur Kamera gehen, sich korrekt hinzustellen. Ja, sortier dich. Das Endergebnis dieser Hilfe, des Touchierens oben auf der Gruppe, wäre jetzt, dass er sich hinten gleichmäßig hinstellt und das Gewicht auf beide Hinterbeine gleichmäßig verteilt, später auch auf die Vorhand. Im Gegensatz dazu möchte ich, wenn ich die sehr ähnliche Hilfe gebe, nämlich hier oben hinweise, aber mental, bist du da, über mein Pferd hinübergreife, ja, mal rum, könnte ich dazu rum sagen, mental rübergreifen, dann möchte ich, dass die Hinterhand auf mich zukommt. Brav, gut. Entsprechend mit der Vorhand mental hinüber. Kehrt. Jetzt ist das Wortsignal dazu kehrt. Ja. Und brav. Kannst du mal ordentlich? Ja, ordentlich. Genau, den auch. Jawohl. So, und hier kommt es darauf an, dass ich, wie gesagt, weiß, was ich im Endergebnis möchte, aber im zweiten Punkt nicht überkritisch werde. Das heißt, dass ich nicht die ganze Zeit bei meinem Pferd herumkrittle und sage, nee, das ist noch nicht richtig und dies ist noch nicht richtig, sondern wirklich, wenn ich es denn schon mit drei verschiedenen oder zwei verschiedenen am Anfangshilfen verwirre, ihm ganz klar sage, wann es in die richtige Richtung denkt, wann es die richtige Idee hat. Wenn du das verpasst, dann wird dein Pferd wirklich verwirrt sein und frustriert sein, weil es gar nicht weiß, was du von ihm möchtest. Um das noch einmal zu verdeutlichen, jetzt an diesem konkreten Beispiel mit Q und den drei verschiedenen Hilfen. Die erste Hilfe, das Deuten mit dem Zeigefinger oder mit der Gerte als verlängertem Zeigefinger in die Luft über der Gruppe, soll zum Endergebnis haben, dass er das Becken kippt, die Beine heranstellt und sich geschlossen hinstellt. Die zweite, sehr ähnliche Hilfe, ist das Angeln über die Gruppe hinaus, also über die Hinterhand hinaus, um die Hinterhand wie magnetisch zu dir heranzuziehen. Dabei soll die Vorhand sich am Platz oder auf einem kleineren Kreis zumindest mitbewegen.
Entsprechend gilt das Gleiche für die Vorhand, wenn du jetzt über den Widerrist angelst, sodass du die Vorhand magnetisch zu dir heranziehst und die Hinterhand sich auf einem kleinen Kreis bewegt. Hier siehst du aus der anderen Perspektive, wie die Vorhand im ersten Schritt sehr schön kreuzt. Das ist das Endergebnis, was ich haben möchte. Danach wendet Q eher wieder Richtung Kamera ab. Dennoch, die Grundidee war da und das ist das, was du im Ansatz schon belohnen solltest. Gerade wenn es darum geht, deinem Pferd Neues beizubringen und dafür ein wenig Verwirrung zu stiften. Der Schlüssel ist also Q. Der Schlüssel ist also, zum einen die Endversion vor Augen zu haben, zum anderen aber schon den kleinsten möglichen richtigen Schritt in die richtige Richtung mit Applaus zu belohnen und deinem Pferd wirklich hier zu sagen, hey, das ist es, was ich möchte, kannst du das vielleicht etwas weiter ausbauen? Ja, du Schnüppelchen. Genau. Wenn du diese beiden Sachen, klar zu sein, wirklich präzise zu sein in deinen Hilfen und das Endergebnis vor Augen zu haben, aber dabei eben nicht überkritisch zu sein, berücksichtigst, dann bist du auf dem richtigen Weg, deinem Pferd präzise Signale beizubringen, die sich von Anfang an unterscheiden lassen. Ein Beispiel dafür ist ja auch, wenn du angaloppieren möchtest und dein Pferd das Travers noch nicht kennt, wenn du das nicht parallel schulst, zumindest in der Grobversion, in der ersten Version, dann kann es passieren, dass dein Pferd später, wenn du das Travers einführen möchtest, auf einmal angaloppiert, weil es nicht gelernt hat, zwei kleine Signale oder zwei verschiedene Signale, die sich sehr ähnlich sehen, zu unterscheiden und die präzise Antwort dabei zu geben. Es kommt, wie gesagt, nicht darauf an, dass dein Pferd immer korrekt antwortet, sondern es kommt darauf an, dass dein Pferd zuhört und weiß, dass du sehr präzise sein kannst in deinen Signalen und darin, was dein Pferd daraus macht. Na komm, mein Schatz. So, jetzt gehen wir einmal parallel und jetzt zeige ich dir noch eine dritte Sache, wie du diese Signale jetzt zusammenfügen kannst. Dafür beeinflusse ich nicht nur die Vorhand und nur die Hinterhand, sondern die Mitte. Dafür gehen wir einmal hier so ein bisschen in die Sonne. Einmal parallel. Achtung, hier ist die Musik. So, Seite. Jetzt beeinflusse ich gerade den Bereich, den ich brauche. Entweder die Vorhand, ja gut, am zu viel seitwärts hindern oder den Popo mehr mitnehmen. Brav, siehst du. Und nochmal. Gut, toll. Und das war jetzt eine Reaktion von Q, wo du gesehen hast, dass er sich schon anfängt, selber korrekt hinzustellen, weil er ja weiß, worum es geht. Das heißt natürlich nicht, dass dein Pferd immer die richtigen Antworten gibt, sondern das heißt, dass du das gemeinsam mit deinem Pferd erarbeitest, aber wenn es sein muss, punktuell eben auch selber mal präziser werden kannst, um ihm zu sagen, das ist die richtige Idee und jetzt mach es bitte auch in diese richtige Richtung. Sobald sich die Nebel der Verwirrung gelichtet haben und dein Pferd wirklich verstanden hat, worum es dir bei diesem Signal geht, kannst du das Gleiche auch aus größerer Entfernung abfragen. Und dann kommen solche Szenen zustande, wie hier zu sehen, bei der ich auf der Aufstiegskiste stehe und Q aus locker 10 Meter Entfernung seitwärts zu mir kommt, ich ihn sozusagen magnetisch anziehen kann, sodass er sich von selbst in die für mich komfortable Aufsteigposition begibt. Dir also jetzt viel Freude mit deinem Pferd beim Verwirren für präzise Antworten und ebenso präzise Signale. Denk bitte dran, diese Show zu abonnieren, denn damit unterstützt du mein Tun, Freude in die Welt der Pferde und Reiter zu bringen und möglichst vielen Pferden und Reitern genussvolle Ritte durch mehr Wissen und mehr Techniken und Geheimnisse zu ermöglichen. Süßer. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich dir, hierhin genieße jeden Ritt mit deinem Pferd, reite smart mit Herz und Köpfchen. Sei eins mit deinem Pferd, schon heute. Bis dahin, deine Thuli. So, kommst du? Na komm.
Hallo meine lieben Dressurcoachler, heute möchte ich eine Frage von Brigitte beantworten. Brigitte schreibt mir: Hallo Thuli, deine letzten Tipps für die Rechtsbiegung habe ich erfolgreich umsetzen können. Erstaunlich schnell haben wir eine deutliche Verbesserung hinbekommen. Nun habe ich den nächsten Hänger. Klingt banal, aber einfache Galoppwechsel gelingen nicht wirklich sauber. Mein Pferd pariert entweder zum Halten durch oder zackelt im Trab. Sicher hast du noch eine Idee, wie ich schöne Übergänge hinbekomme. Aber sicher, liebe Brigitte, habe ich eine Idee für dich. Bis bald also in dieser Show oder auf smartreiten.de. Deine Thuli.